Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Supermarkt Owner Simulator. Und ja, ich habe hier wieder ein bisschen was eingeräumt. Zucker, neues Toilettenpapier, neuer Geschirrspüler, Kartoffelpüree, neues Mehl, Reis und Ham. Ham. Ich habe jetzt hier das ganze Fleisch reingeballert. Und ja, ich glaube, das war's, ne? Ja, deswegen haben wir wieder ein bisschen Geld ausgegeben. Eigentlich sollten wir mit dem Lagerbestand hinkommen. Wir öffnen mal und gucken, was passiert. Ich habe auch Lager, ja, hier nochmal zwei Regale hingeballert, damit ich hier ein bisschen mehr Platz kriege. Da habe ich hier Reis und so weiter alles hier reingetan. Das Brot habe ich hierhin verfrachtet, das Mehl habe ich dahin verfrachtet. Die neuen Chips habe ich natürlich hinten zu den Süßigkeiten verfrachtet, genau da. Und hier habe ich jetzt die Hühnchen hingeballert, weil das Toilettenpapier jetzt genau hier gegenüber von dem alten Toilettenpapier hingekommen ist, wovon ich noch zwei Kartons habe. Und ich habe eigentlich soweit, ja, Lager mal gefüllt. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wir lassen uns überraschen, ne? Wir lassen uns überraschen. Aber so langsam füllen sich dann auch mal hier die Regale, ne? Weil hier die Seite ist ja auch, sieht ja auch noch ziemlich mau aus, ne? Das ist ja nicht... Sieht aus wie 2020 in den Supermärkten. Aber gut, können wir jetzt erstmal noch nicht ändern, ne? Noch eine Lizenz jetzt erstmal kriegen wir eh nicht hin. Brauchen wir Store Level, ne, 37, glaube ich. Ja. Da ist nichts mehr drin. Und der Rest muss man mal schauen, ne? Ich weiß auch nicht, was kommt, ne? Also noch sind wir jetzt vom Platz her ganz gut aufgestellt, würde ich jetzt mal so behaupten. Weil wir könnten, wenn, hier nochmal ein Regal zur Not hinsetzen oder verschieben das ein kleines bisschen, machen hier nochmal so einen Durchgang oder so. Könnte man machen. Man könnte theoretisch könnte man hier noch ein, zwei Regale hinsetzen. Das würde alles auch funktionieren. Ne? Also da kommen wir irgendwie noch klar. Noch. Aber irgendwann muss man da natürlich auch wieder erweitern, ne? Aber ich glaube, jetzt ist erstmal so ein bisschen gucken, ne? Kohle scheffeln, wieder mehr Ware ranholen, dass wir erstmal den Platz hier so ein bisschen ausreizen. So, was kriegt die? 80 Cent. Zack, zack und zack, bitteschön. Hier mit dem neuen Sushi, mit diesen großen Verpackungen, ist es echt schlecht. Da ist nie was da. Halt. Das ist voll richtig bitter. Weil da sind immer nur, ich glaube, 8. Was sind da drin? 8 Stück oder was? Wie viel sind hier drin in dem Regal? Ne, 4 Stück. Also ja, 8 kriegst du in einen Karton. Und ja, ne? Wir haben nur 2. Das heißt, da muss ich mal gucken, dass ich vielleicht hier auch mal ein bisschen mehr davon auf Lager lege, irgendwie. So langsam wird es aber schwierig, mit den Warengruppen zu sortieren, ne? Also ich müsste hier hinten auch nochmal Regal reinmachen, damit ich den Platz da erstmal, oha, erstmal ausnutze und erstmal weiß wieder, wo ich mit den Regalen hin will. Muss ich dann auch nochmal schauen, dass da ein bisschen was hinkommt. Und ansonsten geht hier echt gut das Zeug weg. Ne? Mayonnaise geht eigentlich ganz gut weg. Immer wieder. Ja, das Toilettenpapier hier sowieso, ne? Das ist echt brutal. So, hier hatte ich überlegt, ob ich die Seife eventuell hier rüberräume. Und dafür die Spültabs hier drüben hin. Könnte man machen. Weiß ich aber noch nicht. Ja gut, und hier muss ich mal gucken, ne? Kommt hier noch mehr Mehl? Wie viele Mehlsorten gibt es denn, ey? Und ach ja, die Reiskekse, sie haben den Weg hier rüber gefunden. Das ist ja so mehr so Frühstück. Kann man so zu Frühstück packen. So, zack. Könnte man theoretisch auch zu Süßigkeiten, aber in dem Sinne sind ja keine Süßigkeiten. Also von daher passt eigentlich auch nicht. Dann geht es eher so in die Frühstücksflockenabteilung. So, danke schön. 248, der Spitzenreiter heute bei mir. Dankeschön.
So, können wir denn hier kommen? Dann machen wir mal blaue Kekse. Wo habe ich den überhaupt hingepackt? Ich glaube, hier hinten sind. Ja, hier hinten sind so bei den Süßigkeiten. Hallo? Oh, nee, ne? Ah, ich kann schon wieder nichts aufheben. Ach, so eine Kacke. Oh, hier Cola und so ist richtig leer geschröpft. Hier die Nummer. Das ist ja dumm. Jetzt kann ich keine Kartons aufheben. Schon wieder dieser Bug drin, ne? Ey, das ist echt nervig. So, das kriegt die 30 Cent. Bitteschön. Jawohl, hier gehen schon mal die ersten Kartoffelpüree-Dinger weg. Jawohl, zack. 121,65. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Beehren Sie uns bald wieder. Oha, hier Puderzucker, bis nicht warte kocht. So, für 66,60. Zack. Na. Alter, der kauft direkt mal Chips, bis nicht warte kocht. Aber es waren die alten, ne? Ja, es waren die alten. Was hat er? Bitteschön. Oh, hier, Tee-Fanatiker. Was ist mit Tee? 48,40, Alter. Mach's doch noch komplizierter. Hier, bitteschön. So, Mayo. Komm, wir rennen mal schnell zu Mayo. Oh, wir rennen doch nicht zu Mayo. Wir rennen wieder zurück zur Kasse. Ja, hätte ich mal eben schneller kommen können. Zack. Jawohl. Und bitteschön. So. Junge, jetzt geht's aber hier wieder rund. Aber die kaufen alle noch das alte Klopapier, ne? Läuft. Nein. 41. Oh Mann, ey. 41. 15. Bitteschön. Jawohl, ah, der Puderzucker geht. 4,45. Zack und bitteschön. So. Hier die Sushi, das muss ich da echt mal im Auge behalten. Das könnte eigentlich. Ah, ja, ist gut. Ich wollte ja nicht gerade losrennen. Und die nächste steht da. Aber wir haben auch schon wieder 9 Uhr, ne? Zack. Schon wieder ein Tag rum. Schönen Tag, Lady. Zack, zack. Ich muss jetzt gleich dann sowieso nochmal aus dem Spiel raus, weil ich kann ja keine Kartons aufheben gerade. Wobei andererseits, ich kann es jetzt gleich nochmal eben probieren. Vielleicht ist das ja jetzt wieder weg. Ich bezweifle es hart, aber gut. Schauen wir. Na komm. So, 16,60. Dann überfliegen wir ganz kurz das Lager. Boah, schon wieder dreimal Mayo, ne? Junge. Die Mayonnaise, die geht echt weg wie nix, ne? Dann müssen wir einfach mal ganz kurz das Lager überfliegen. Mal gucken, wie ist der Stand der Dinger so. Im Groben. Dann sollte es eigentlich funktionieren. So, wie sieht das jetzt hier aus? Da sind wieder 8 Stück drin und hier, naja, jeweils 3 rausgenommen. Ist ja nicht so, als hätte man. Na, egal. So, Mayo, Mayo, Mayo. Mayonnaise. Wow. Ah, nee, ich kann es immer noch nicht aufnehmen. So ein Scheiß. So, ist hier Feierabend, ja. Perfekt. 1600 minus. Naja, gut. Mein Gott. Sushi, Tex, Go. Ja, toll. Welches ist jetzt? Das neue oder das alte? Kann ich jetzt einen Karton aufheben? Ah ja, geht wieder. Geil. Moment, jetzt muss ich jetzt im Sushi gucken. das neue.
Boah, 48, 85. Alter Schwede, ey, das ist immer ein teures Sushi, ey. Das läuft aber. So, kann ich jetzt die Mayo nehmen oder hat jetzt irgendjemand anders? Irgendjemand. Ne? Ne, ich kann keinen Karton. Wieso kann ich denn hier nichts aufnehmen? Warum kann ich denn den Karton aufnehmen? Okay, jetzt kann ich wieder nicht. Ja, gut, okay. Freunde, ich gehe noch mal ganz kurz aus dem Spiel. Weil macht ja keinen Sinn so. So, und drin sind wir wieder im Game. So, was ist das jetzt hier? Schnappen wir uns das mal eben. Die bleibt sonst sowieso da liegen. Ah, nein, nein. Oh, nein, jetzt rennt der mit dem Wasser dahin. Ne? Scheiße. Ich wollte die eine Wasserflasche hier noch loswerden. Ach, du blöder Hund. Ah, nee. Oder? Welches Wasser ist denn das? Ach, das mit dem Grünen. Ne? Ich könnte kotzen. Ah, egal, warte mal, lass mal das stehen. Das muss ich sowieso jetzt gleich nochmal eben umräumen. Ich will diesen einen Karton hier weg haben. Was ist das? Ist der hier? Ist der voll oder? Ja, der ist natürlich voll, war ja klar. Stellen wir da hin. Oh, einer mit, jawohl. So, her damit. Ah, Mann. So, jetzt bin ich wenigstens den blöden Karton hier los. So, da oben Wasser und so weiter, das sieht noch ganz gut aus, ne? Whisky, ja. Die Milch hier ist kritisch. Die Milch ist auf jeden Fall kritisch. Die sollten wir auf jeden noch mal nachbestellen. Warte mal, wir machen das so. Zack. So, kommt er jetzt mit der Milch angewackelt? Ja, ne? Aber die sollten wir auf jeden Fall noch nachbestellen. So, dann ist der Karton ja leer. Dann haben die das schon mal geklärt. Ja, der Rest sieht aber noch ganz okay aus, würde ich jetzt mal so behaupten. Sagen wir okay. Ey, wir probieren es einfach. Das Einzige, wie gesagt, die Milch hier, die sollten wir nachbestellen. Ach so, warte mal. Was liegt denn hier noch rum? Die neue Pizza. Schon aufgefüllt, ja, hat er. Toilettenpapier sollten wir mal eben kontrollieren. Und den Rest hier noch. Warte mal, was ist denn die Pizza hier? So, wie sieht es denn hier aus bei dem Toilettenpapier? Da sieht gut aus. Hier können wir nochmal einen Karton wieder reinschieben und den schieben wir da wieder rein. Haben wir mehr als genug. Ja, weißt du was, in den einen scheiß Tab, den schmeiße ich jetzt auch noch da rein. Ist mir jetzt auch egal. Kriege ich sowieso nie hin. Dreimal Hühnchen auf jeden Fall noch nachbestellen. Das hier? Sehr für eine Nummer. Okay. Ja, machen wir dreimal Hühnchen. Was war das andere? Hab ich gesagt. Ah ja, hier dreimal Milch. Nudeln. Sieht noch okay aus. Brot. Sieht noch okay aus. Ja. Der Rest bleibt. So, was habe ich jetzt gesagt? Dreimal von der Milch hier. Und dreimal Hähnchen. Zack. Und zack. Ach, verdammt, Kartoffeln haben wir nicht nachgeguckt, ne? Da hätte ich schon mal reingucken sollen. Wo sind die denn? Wo sind denn die Kartoffeln? Ah, hier. Ja, geht noch klar. Geht auf jeden Fall noch klar. So, sehr schön. Dann würde ich sagen,
Spot an. Film ab. Zack. Und dazu räumen wir hier noch eben schnell die Händchen weg. Yay! Machen wir direkt nochmal einen Tag hinterher, ne? Hauen wir direkt nochmal einen durch. Wir sind bei 8.487 Euronen. So, dann werde ich dann nochmal einmal schön hier Lager füllen. Die Boys hier, die füllen sowieso die Regale. Und dann geht's rund. Dann machen wir hier die nächste Kohle und dann, ja, geht's so weiter, ne? Finde ich hervorragend. Ich will auf jeden Fall nachher mal irgendwie Lager komplett voll haben. Das ist so mein Ziel. Lager, jedes Regal so bis zum. O Was ist das denn für eine Scheiße? Warum hat er den Mist denn jetzt da reingepackt? Ist der dumm? Ah ja, Moment, warte mal. Was? Räumt der? Halt, stopp. Wenn er einen Karton hat und das Regal ist voll und er hat noch einen Karton in der Hand, räumt er das dann dahin, wo gerade leer ist? Gut zu wissen. Das ist wirklich gut zu wissen. Sollten wir aufpassen. So, schönen guten Tag. Sie möchten hier schon Puderzucker und jawohl, Süßigkeiten ohne Ende kaufen. Der Zahnarzt wird sich freuen. So, bitteschön. Aha, hier Ham. Hier gehen mal die neuen Produkte über die Ladentheke. Für 2,10. Junge, geht aber ein Problem, du, ne? Wodka-Cola hier, ne? Zack. Bitte schön. So, für 75. Wo ist mein Ding jetzt? Da. Jawohl. So, dann gucken wir mal hier. Ja, sieht doch schon schnieke aus hier, ne? Alles. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich brauche nochmal einen Screenshot. Dankeschön. Vielleicht noch ein paar Kunden hier bei den neuen Produkten. Man weiß es nicht. Ein surfender Mitarbeiter. Ach so, ich wollte nochmal geschaut haben, wie viel Dingens haben wir jetzt. Mir ist auch in den Videos aufgefallen, diesen Fehler, diesen Bildfehler, den ich hier habe, den seht ihr gar nicht. Oder den sieht man im Video nicht. Das finde ich mal gut. So, was haben wir jetzt hier? 1095. Boah, ist aber auch noch einiges, ne? Was haben wir hier? Muss ich morgen noch bezahlen? 200. Alter Schwede, muss ich aber morgen richtig Kohle wieder lassen hier, ne? Ja, komm, scheiß drauf, haben wir raus. So, schönen guten Abend. Nee, schönen guten Tag. Es ist nur 1 Uhr mittags hier gerade. 2 Uhr mittags. Das geht ja noch. So, schnell abkassiert, jawohl. Auch hier einer wieder mit neuen Produkten und ein paar Kartoffelchen. Zack, bitteschön. 40,85. Und bitte. So, schön. Herrlich. Herrlich. Aber ansonsten ist hier relativ wenig los, würde ich gerade sagen. Und schon stehen die nächsten an der Kasse. Ja. 94 glatt. Oh, schön. Aber da muss ich danach wahrscheinlich echt hardcore nachbestellen, ne? Also gerade so Mayonnaise und so Kram. Bei den Frühstücksflocken wahrscheinlich auch ohne Ende. Die habe ich gar nicht mehr so im Blick, seitdem die jetzt weiter hinten im Lager sind. Bei dem Lager weiß ich auch noch nicht, ob ich mir da irgendwie ein neues System einfallen lassen soll oder wie ich es machen soll. Ich habe keinen Dunst. So, dass ich es übersichtlicher habe. Wobei jetzt ist es nicht unübersichtlich, würde ich sagen. Jetzt habe ich ja hier auch schon nach Warengruppen sortiert. Ah, toll. Aber wie das im Endeffekt aussehen würde, soll ich die Regale so stehen lassen? Stelle ich sie längs in den Raum rein? Gewinne ich dadurch Platz? Weil halt
mehr Gänge entstehen oder längere Gänge entstehen, sagen wir es mal so. Also halt, ne. Ah, hier, 212. Das ist unser heutiger Spitzenreiter bis jetzt. Und da ein Bierchen und hier ein Bierchen, immer schön verstecken, ne? Findest du trotzdem auf dem Band, Kollege. Aber den Whisky, den, ne? Bierchen immer verstecken, aber Whisky kannst du durchlaufen lassen. So, für 65. Zack, zack und zack. So. Jawohl. Aha, guck mal hier. Alles neue Produkte hier. Jawohl. 1,30. Punkt. Sehr schön. Jawohl, bam. Hier rotzt durch. Ah, die shoppt sich über einen ab. 256, neue Spitzenreiterin für heute. Hey. Um 19 Uhr, da kommen sie shoppen. Ja, die hat sich mal hier richtig gegönnt, ne? So, wenn ich das hier so sehe, ist hier nichts mehr drin, ne? Zeig mal her. Doch. Mal schnell mal auffüllen hier. Ah, die sind echt schwierig hier, ne? Ja, ich bin unterwegs. Ich habe nur Kollege geholfen, ne? So, Reiniger. Du hast manchmal den Cursor so liegen, da kannst du so durchballern, ne? Oh ne, halt. Und das klappt nicht immer. Zack. 3,30. Bitteschön, Sir. Oha, hier, der knallt aber auch nochmal durch. Na komm. Uiuiui, guck mal, wir stehen bei 12.000. 1, 2, 3, 4. Aber von den 12.000, da geht natürlich jetzt einiges für Nachbestellung durch, ne? Da geht jetzt wirklich einiges durch, wahrscheinlich. Haben wir jetzt hier noch irgendjemanden? Nee, ne? Komm, hier Öl zum Beispiel. Da ist ja fast nichts mehr da. Hier ist nur noch eine in dem Karton. Wir haben die immer noch nicht weggeräumt. Könnte ich schreien. Weg damit. Und lassen wir den mal eben da auffüllen, den Kollegen. So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ja, komm, da fehlt eine Flasche, scheiße. Weg. Boah, die kassieren sich dann noch voll den Wolf, ne? 9 Flaschen, nehmen wir. Ah, toll, jetzt ist hier noch eine Flasche drin, ne? Egal. So, wie sieht's mit dem Mehl aus? Na komm, rein da. Zwei Stück wieder, ne? Das ist das Blöde immer halt mit diesen angefangenen Kartons. Halt. Ich nehme erstmal den. Mehr braucht man nicht. Sehr gut. Das wird voll die Nachbestellaktion. Aber ich sag's euch, das wird richtig die Nachbestellaktion. Das wird richtig hart, ey. Da muss ich wieder richtig reinhasseln jetzt. Das kostet wieder richtig hardcore Zeit. Ah, egal. Gehört ja mit dazu, ne? Schön ein bisschen was vorbereiten hier für die nächste Runde. Zack. Und wieder ein Karton weggeschmissen. So. Ich mache das ja eigentlich auch nur so lange, bis der Tuppes da jetzt mal fertig wird mit Kassieren. Ich weiß ja nicht, was er da macht. Oh Gott, hier fehlt eins. Sind die fertig? Wir sind fertig, jawohl.
So, wir haben 5.534 Gewinn gemacht. Keine Artikel, die gefehlt haben. Sehr schön. Das passt doch. Und Humus ist wieder im Preis gestiegen. Das finde ich auch hervorragend. Ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt hier mit dem Humus ein Folgenende und schauen mal, wie wir hier in der nächsten Folge weiterverfahren. Ich werde jetzt erstmal hier aufscreen, alles wieder nachbestellen, auffüllen im Lager und so weiter und so fort, damit wir hier direkt wieder weitermachen können. Ich weiß gar nicht, was kostet die nächste Lizenz? Oder was würde sie kosten? Sagen wir es mal so. Lizenz. So, Required Level 42 haben wir sowieso nicht. Also völlig egal. Wir sind bei 35, 407 Dingens. Was kommt denn da? Bleach, was auch immer das ist. Cleaner, Dish Soap, Pancakes, Cleaner, Pepper, Beef, Bread. Neues Brot, neues Beef, wieder Frühstücksgedrissen, neuer Reiniger, alter Schwede, wir müssen wieder umräumen. Alles klar. Naja, gucken wir mal. Das ist Zukunftsmusik. Erstmal müssen wir jetzt hier klarkommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wie immer, gerne kommentieren und bewerten und dann schauen wir mal, wie wir hier in der nächsten Folge weiter verfahren. Ich sag mal bis zum nächsten und ciao, ciao.